Hallo alle zusammen, ich bin die Elke und im heutigen Thema und Recording geht es darum, Liebe zu empfangen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich früher jemanden suchte, der die Schönheit in mir zu sehen wusste. Jemanden, der mich liebte, egal was war. Jemand, der bereit war, mein ureigenes Wesen zu verstehen und anzunehmen. Jemanden, mit dem ich die Liebe teilen konnte, die ich in mir fühlte. Frei, endlos und bedingungslos. Jemand, der all die Liebe so ehren und erwidern konnte, wie ich sie schenkte. Und ich bin sicher, es gibt ganz viele Menschen, die den gleichen Wunsch hegen. Beim Erwachsenwerden wurde ich dazu angehalten, mich abzuhärten, aufzupassen, niemandem zu vertrauen und meine Empfindsamkeit abzulegen. Weil die Welt grausam sei, nur der Stärkste würde überleben und wer sich sensibel, liebevoll, fair und respektvoll zeige, der sei schwach und würde ausgenutzt werden und zu nichts kommen. Und soweit ich sehen konnte, bekam jeder um mich herum so ziemlich das Gleiche beigebracht. Jeder versuchte stark zu sein, sich seinen Weg zu erkämpfen, möglichst vor den anderen zu stehen oder wenigstens in einer Mittelposition, um nicht als schwacher Außenseiter zu gelten. Liebe wurde mit Sex verwechselt. Ziel war, möglichst viel Sex zu haben und sexy auszusehen. Wie auch immer dies für denjenigen auszusehen hatte, den man zu beeindrucken wünschte. Und diejenigen, die nach den jeweiligen Gesellschaftsstandards die schönsten und/oder die reichsten waren, zogen andere Reiche oder Schöne an, die sie dann wegen ihres Geldes oder ihres Aussehens liebten. Dies alles geschieht immer noch, denn wir haben den Übergang in die neuen Energien, das neue Paradigma, noch lange nicht vollendet. Immer noch wird von vielen Menschen geliebt werden, mit viel Sex haben gleichgesetzt und jemanden zu lieben, wird meistens immer noch mit allerlei Bedingungen verknüpft. Deshalb handeln so viele Menschen negativ oder sogar gewalttätig. Sie finden nicht die Liebe und Wertschätzung, nach der sie sich so verzweifelt sehnen. Auf diesem Wege erfahren sie wenigstens ein wenig Aufmerksamkeit, oder vielleicht sogar Wertschätzung von anderen, die genauso drauf sind wie sie. Wir sind Wesen, die von der Liebe herkommen. Und es liegt in unserer Natur, uns nach Liebe zu sehnen. Aber es ist so gut wie unmöglich, bedingungslose Liebe von der Außenwelt zu empfangen und zu fühlen, wenn wir nicht anfangen, die Liebe, die in uns ist, zu fühlen und zu verkörpern. Wenn wir nicht anfangen, die gesellschaftliche Konditionierung loszulassen, die Glaubenssysteme und unser ureigenes Selbst rückhaltlos zu verkörpern. Je mehr ich die Suche nach Liebe außerhalb von mir selbst aufgebe, desto mehr löse ich alles auf, was mir unnützer Ballast ist und desto mehr verkörpere ich mein wahres Ich. Verkörpere und lebe ich dieses gesunde, ganze und vollkommene Wesen, das ich immer schon war und immer sein werde. Dazu muss ich raus aus der gesellschaftlichen Konditionierung und der Umklammerung des Massenbewusstseins. Dazu muss ich mein Herz öffnen, die Schutzhüllen fallen lassen und meine Präsenz fühlen. Meine Schöpferkraft und die Liebe, die ich bin und die ich immer schon war. Je mehr ich mich selbst verkörpere, mein wahres Selbst und ohne jede Erwartung alles und jeden genieße, desto mehr kann ich die Liebe fühlen, die allgegenwärtig um mich herum ist. Ich kann die Liebe und die Umarmung meiner Guides, meiner inneren Führung fühlen, meiner Entourage und die Liebe des ganzen Universums. Ich kann die Liebe fühlen und jetzt auch empfangen, aus der alle Menschen kommen. Auch wenn sie es noch nicht wissen.
Ich kann die Göttlichkeit und Liebe in allem und jeden sehen und spüren. Indem ich aufgehört habe, Liebe außerhalb von mir selbst zu suchen, habe ich mich geöffnet für die Liebe, die es überall um mich herum gibt.